Hallo Leute, heute habe ich einen Samsung-Fernseher mit der Bezeichnung UE55MU6179U und der soll kein Bild haben. Gucken wir uns mal an, was er hat. So, das neue Mainboard ist gekommen. Bauen wir mal ein und gucken, ob der funktioniert. Noch ein bisschen anheben und dann in die Richtung ziehen. Das ist ein bisschen Fummelarbeit manchmal. Wieder einsetzen und dann in die Richtung. Ups, nochmal zurück. Die Seite. Aufpassen, dass alle vier Seiten sitzen. Bisschen nach unten drücken. So, jetzt sitzt er. So, dann schalten wir das Gerät mal ein und gucken, ob der funktioniert. So, jetzt schalten wir das Gerät mal ein. Sieht schon mal gut aus. Neues Mainboard ist drin. Natürlich muss das Gerät neu eingerichtet werden. Use the Up and Down Buttons, ja. Wo sehen Sie fern? Deutschland ist erstmal nicht dabei. Andere? Ja. Über terrestrisch verbunden. Ich habe DVB-T2. Nur digital. Weiter. Ja, Netzwerkverbindung stellen wir auch mal ein. Hier überspringe ich. TV-Quelle ist TV-Empfang in dem Fall. Weiter mit Pfeiltaste. So, der sucht die Sender. Wenn er damit fertig ist, bin ich gleich wieder zurück. So, Sendersuche ist abgeschlossen. Das hat noch mal eine Minute gedauert. Uhrzeit hat er schon automatisch. Weiter mal mit der rechten Pfeiltaste bzw. hiermit.
So, Zusammenfassung der TV-Einrichtung, jawohl, weiter. Ganz runter, fertig. Weiter. So, probieren Sie Ihre Fernbedienung aus und stellen Sie fest, ob sie funktioniert. Was sagt die Hermel? Ja, nein, funktioniert alles in Ordnung. Sie haben so einen Deckel. Ja. Jawohl. Ja, dann hat das Motherboard, Mainboard tauschen was genutzt. Läuft wieder alles, haben noch einen Fernseher gerettet. Allerdings kostet das Mainboard neu ungefähr 180 Euro. Für so einen Fernseher lohnt sich das meiner Meinung nach auf jeden Fall reparieren lassen. Gut mit Tausch, vielleicht so um die 250. Und dann läuft das Gerät aber wieder. Ja, dann wäre es das von mir aus für heute bei dem Fernseher. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Video dabei. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.